Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil meiner Hogwarts-Haus-Reihe, in der ich euch ja zu jedem Hogwarts-Haus aus Harry Potter jeweils Buchtipps gebe. Ich stelle euch zu Anfang immer passend zu jedem Haus die Werte und Eigenschaften der Schüler vor, die in dieses Haus einsortiert werden. Und dazu fallen mir aus den verschiedensten Gründen verschiedenste Bücher ein, die ich euch denn vorstellen möchte. Und so ist es auch heute. Ich habe euch bereits zu Gryffindor, zu Hufflepuff und zu Slytherin Buchtipps gegeben und heute ist eben noch Ravenclaw an der Reihe. Ja, und weil wir uns eben am Ende dieser Reihe befinden, bedeutet das auch, dass wir ein letztes Mal umdekorieren müssen, um uns so richtig in die Stimmung des Hauses Ravenclaw hineinzuversetzen. Also, los geht's! Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Wappenfarbe von Ravenclaw blau, hauptsächlich. Es ist zwar auch Bronze damit dabei, aber damit konnte ich leider nicht aufwarten mit bronzefarbenen Büchern. Dafür hatte ich umso mehr blaue Bücher in meinem Regal. Sind zwar in verschiedensten Nuancen hinter mir, daher ist es jetzt auch nicht so einheitlich, aber ich finde, es macht trotzdem etwas her und wir können uns jetzt schön in Ravenclaw hineinversetzen. Das Wappentier von Ravenclaw ist ein Adler. Es wurde ja in den Filmen geändert in einen Raben, was ja vom Namen her durchaus Sinn macht, aber natürlich entstehen da immer wieder Konflikte, weil viel Merch immer nur mit Adlern, Quatsch, mit Raben zu finden ist und der Merch sich eher den Filmen anpasst, viele aber dann lieber wirklich den Adler hätten. Ich finde beide Tiere toll, haben irgendwie beide etwas für sich. Ich finde, der Rabe kann durchaus auch für Weisheit sehr, sehr gut stehen und für Intelligenz. Adler haben natürlich noch ein bisschen was Ehrfürchtigeres. Ja, ich finde beide Tiere toll, aber kann durchaus verstehen, wenn das Originalnummer ein Adler ist, warum ändert man es? Das finde ich immer blöd, wenn sich was ändert. Ja, ihr habt ja schon von mir in anderen Videos gehört, dass ich nicht so richtig einem einzigen Haus von Hogwarts zugetan bin. Ich bin zwar laut Pottermore Slytherin zugeordnet und kann das auch durch verschiedenste Eigenschaften durchaus verstehen, aber eigentlich finde ich, dass alle Häuser etwas für sich haben und ich finde es schön, mich in alle Häuser mal hineinzuträumen. Und so auch bei Ravenclaw. Die Tugenden und Eigenschaften von Ravenclaw sind Intelligenz, Weisheit, Kreativität und Individualität. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir haben hier auf jeden Fall das Wissen, was an erster Stelle steht und das spiegelt sich auch in dem Gemeinschaftsraum wieder, beziehungsweise in der Art und Weise, wie man in diesen Gemeinschaftsraum hineingelangt, denn man muss jedes Mal ein Rätsel lösen. Und ich muss sagen, allein das schreckt mich schon so ein bisschen ab, in dieses Haus hineinzugehören, weil ja, jedes Mal ein Rätsel zu lösen, das wird mich dann doch ein bisschen deprimieren, wenn ich das nicht, ja, wenn man es eilig hat oder wenn man einfach nur schlafen möchte und man einfach auf diese Lösung nicht kommt. Und ich halte mich tatsächlich auch nicht für intelligent genug, um bei Ravenclaw einzuziehen. Allerdings finde ich den Gemeinschaftsraum selbst sehr, sehr schön gestaltet, beziehungsweise wie er so im Buch beschrieben wurde. Ist ja in einem Turm und ich finde, es wird sehr, sehr edel irgendwie dargestellt und auch die Farben machen das Ganze irgendwie auch durchaus edel und gemütlich zugleich. Ja, und ich finde Ravenclaw auch toll, weil sie eben auch diese Figuren hervorbringt, die eben sehr, sehr besonders sind, sehr speziell, wo sich eben nicht nur das Wissen widerspiegelt, sondern eben auch diese Individualität, dass da durchaus sehr, sehr spezielle, besondere Charaktere vorkommen. Aus diesem Hause stammen eben auch zwei Lieblingscharaktere von mir. Zum einen ist es Luna Lovegood und zum anderen ist es Gilderoy Lockhart. Und die beiden sind ja irgendwie auch so Individuen, so Paradiesvögel, könnte man auch schon sagen, die sehr intelligent sind, aber eben auf ihre ganz eigene Art und Weise sehr, sehr speziell. Vom Äußeren, beide in ihrem Klamottenstil, sind sie durchaus sehr kreativ und, wie gesagt, Paradiesvögel, aber eben auch in ihrem Geiste. Und früher fand ich Gilderoy Lockhart schrecklich, es ist ja auch eine sehr
sehr egozentrische Person und selbstverliebte Person, aber ich kann mich mittlerweile so über den amüsieren und ja, mag seine Sprüche unglaublich gerne. Und Luna Lovegood ist so eine liebevolle, verträumte und trotzdem kreative und intelligente Person. Auch die finde ich einfach wunderbar und bereichert dieses Harry Potter-Universum sehr. So, und jetzt haben wir eben die Tugenden, die Eigenschaften und auch so ein paar, ja, Details zum Haus und ein paar Personen aufgezählt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, was möchte ich denn jetzt hier bei Ravenclaw zeigen, wo auch diese Eigenschaften wiedergespiegelt werden. Zum Thema Wissen, Weisheit hätte ich eigentlich gerne jetzt ein Sachbuch gezeigt, weil ich finde, das spiegelt das am besten wider. Ich muss aber gestehen, ich habe kein Sachbuch in meinem Regal. Ich lese keine Sachbücher. Ich lese hauptsächlich Romane. Man hätte jetzt vielleicht ein Dictionary zeigen können, irgendwie ein Lexikon oder so, aber das wäre ja kein Mehrwert für euch jetzt gewesen. Das vielleicht wäre vielleicht jetzt ein Gag gewesen. Ich habe dann auf jeden Fall überlegt, Bücher zu zeigen, die sehr intelligent gestrickt sind, die ja, von der Art und Weise, wie sie geschrieben worden sind, sehr, sehr intelligent komponiert worden sind. Danach habe ich gesucht. Ich habe aber auch nach Personen wieder gesucht, wie in den anderen Videos auch, nach Figuren gesucht, die besonders intelligent und weise sind. Und ich habe aber auch nach diesen kreativen und Paradiesvogelartigen gesucht, die sehr, sehr kreativ und eben individuell sind und nicht zu vergleichen mit anderen, so ein bisschen unvergleichbar sind. Und da hat sich jetzt eine tolle Mischung herauskristallisiert, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Mann, das war eine ganz schöne lange Einleitung, aber ich finde, ja, musste irgendwie sein. Ich fange mit einem Buch an, was ich echt sehr lange Zeit nicht mehr in die Kamera gehalten habe. Und das gilt auch für andere Bücher in diesem Video, was mich umso mehr freut, dass jetzt mal wieder andere Bücher mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar ist das Der Rithmatist von Brandon Sanderson. Das ist bisher das einzige Buch, was ich von ihm gelesen habe. Es liegen ja noch einige Sachen auf meiner Wunschliste und auf meinem Sub, weil dieser Herr halt ein ganz bestimmtes Kriterium erfüllt, was immer wieder erwähnt wird und sehr, sehr positiv hervorgehoben wird, nämlich er schreibt Fantasy mit sehr, sehr intelligenten und neuartigen Magiesystemen. Hierbei handelt es sich um Jugendfantasy und auch hier hat er mich schon sehr mit dieser, ja, Magie Form irgendwie begeistern können. Deswegen bin ich umso gespannter, was er mir dann in seinen größeren, epischeren Reihen alles so erklären wird. Denn hierbei handelt es sich auch um einen ersten Teil. Allerdings ist bisher nichts weiter erschienen in der Reihe, was ich sehr, sehr schade finde. Und zwar dreht es sich hier um eine Welt, in der es Magier gibt, die mit Hilfe von Kreidezeichen, die sie auf dem Boden zeichnen können, halt Magie weben können. Und wir treffen hier auf den Schüler Joel, der sich an der Amedius Akademie befindet und dort wirklich mit ganz viel Eifer dabei ist. Er möchte unbedingt mit diesen Kreidezeichnungen Leben erwecken, beziehungsweise Magie hervorbringen. Allerdings hat er eben kein Talent. Seine Zeichnungen, so viel Mühe er sich auch gibt, bleiben leblos. Also er ist jemand, der sehr, sehr, sehr viel Wissen anhäuft und sehr, sehr viel sich bemüht. Aber was hilft es einem, wenn man einfach nicht diese Fähigkeiten hat? Und dann trifft er auf Melody, die eben auf der Suche auch nach bestimmten Entführern sind, denn es verschwinden immer mehr Schüler an dieser Akademie und diese beiden tun sich zusammen und sie ist ja so ein ganz andere Type als unser Joel, der halt so eifrig dabei ist und sie scheint das gar nicht so zu wertschätzen und dass sie halt diese Gabe der Magie besitzt und ja, sie gelangen halt in eine gewaltige magische Verschwörung, die das Leben aller Rithmatisten bedroht und jetzt schlägt Joels Schicksalsstunde. Ja, was er nun doch ausrichten kann, das müsst ihr hier lesen. Bei mir ist es schon wirklich lange her. Ich finde, es hat so ein bisschen Steampunk-Elemente mit eingewoben. Also es gibt auch, ich glaube, einen Zug oder eine Bahn, die so ein bisschen mit Mechanik auf jeden Fall und Magie, alles so ein bisschen zusammengepuncht, funktioniert.
Und ja, auf jeden Fall eine spannende Welt. Wir haben hier eben eine Schule, was ja auch sehr gut zu den zu Wissen und zu Intelligenz passt, weil in einer Schule man sowas halt damit verbindet. Wir haben diesen Schüler, der ganz fleißig ist und Wissen anhäuft. Und wir haben hier eben dieses intelligente Magiesystem, was auch immer wieder unterstrichen wird mit diesen Zeichnungen hier, wie das Ganze funktioniert, weil es das sieht dann schon so ein bisschen aus wie Mathematik und Geometrie, wie das alles zu funktionieren hat. Ja, und das fand ich in diesem Sinne halt eben sehr, sehr passend zu Ravenclaw. Anderes Genre, aber dennoch ein Buch, was mir ziemlich schnell zu Ravenclaw eingefallen ist. Das war das erste Buch, was mir bei Ravenclaw eingefallen ist und was ich auf jeden Fall auf die Liste gesetzt habe. Und zwar ist das Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Das ist ein Krimi, allerdings ein Krimi, der einen besonderen Twist hat, denn es ist eine Mischung aus Agatha Christie und Täglich grüßt das Murmeltier. Wir treffen hier auf unseren Protagonisten, der in einem Körper aufwacht, der nicht ihm gehört. Er befindet sich in der Nähe eines Herrenhauses, wo es am Abend einen Maskenball geben wird. Und ihm wird aufgetragen, den Mord aufzuklären, der an diesem Maskenball stattfinden wird. Und nicht nur stattfinden wird an diesem Tag, sondern auch jeden darauffolgenden Tag. Denn dieser Tag wird sich jedes Mal wiederholen. Und er muss es halt schaffen, innerhalb von 7 Tagen dieses, ja, dieses Rätsel zu lösen. Ansonsten wird sein Gedächtnis gelöscht und das Ganze fängt von vorne an. Er bleibt allerdings nicht immer im selben Körper, um das Ganze noch komplizierter zu machen, denn er springt jedes Mal, wenn ein Tag um ist, in einen anderen Körper. Man weiß allerdings nicht, wer er ist und welcher Körper sein wirklicher Körper ist und warum er in dieser Zeitschleife gefangen ist und warum er gerade diesen Mord aufklären soll, das weiß man nicht. Es taucht immer wieder eine seltsame Gestalt im Pestdoktor-Kostüm auf, in der ihn halt eben Aufgaben stellt und immer wieder rätselhafte Botschaften gibt. Und er scheint Feinde sowohl auch Verbündete zu haben, die mehr wissen als er. Und ja, er versucht halt herauszufinden, wer er ist und eben halt die ganzen, ja, Personen hier kennenzulernen, die Gäste des Maskenballs und auch das Opfer. Und ja, das Ganze ist überhaupt nicht geradlinig. Wir fahren das Ganze nicht von vorne bis hinten durch, sondern springen in die verschiedensten Tage hin und zurück. Er verspringt in die verschiedensten Körper und das Ganze ist so komplex. Und deswegen habe ich sie eben halt auch ausgesucht. Die Art und Weise, wie das erzählt hat, ist erzählt wurde, ist einfach genial. So komplex und verworren und trotzdem hat hinterher alles Sinn ergeben. Also es ist so intelligent komponiert, dass ich hier einfach nur meinen Hut ziehen kann. Und manchmal hat man einen extremen Knoten im Kopf, aber zum Schluss wird alles aufgelöst. Und es wird alles erklärt und ich hatte immer das Gefühl, dass Stuart Turton weiß, was er da tut, indem er das, wie er das erzählt. Auch wenn ich manchmal nicht hinterhergekommen bin, habe ich ihm vertraut und gesagt, okay, du wirst mir das schon irgendwann erklären, wie das hier funktioniert. Und die Sprache war auch wirklich sehr, sehr schön, teilweise altertümlich, aber trotzdem leicht zu verfolgen. Wenn das die Sprache jetzt auch noch schwer gewesen wäre, dann hätte es einen vielleicht überfordert. Aber selbst so hat es mich manchmal überfordert, aber eben auch gefordert und gereizt. Und das war einfach so etwas Besonderes. Und deswegen passt es einfach perfekt zu Ravenclaw, eben weil es so intelligent und grandios und komplex komponiert worden ist, aber auch weil es so besonders ist, weil es so individuell ist. Und somit ist es eben auch wirklich kreativ gewesen, diese Elemente zusammenzubringen, ein Krimi und eben dann diese fantastische Komponente, dass sich der Tag immer wiederholt und unser Protagonist in verschiedene Körper schlüpft. Wirklich toll. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, ich habe dazu eine extra Rezension gedreht, die wirklich auch sehr, sehr lang geworden ist, weil ich da auf viele verschiedene Punkte eingegangen bin und ja, also falls ihr nicht genau wisst, ob das etwas für euch ist, dann schaut da gerne mal in die Rezension rein, dann erfahrt ihr da ein bisschen mehr.
Was für mich auch ziemlich schnell klar war, was in dieses Video hinein muss, das war irgendwas, wo man selber rätseln muss, wo der Leser selbst ein bisschen nachdenken muss und vielleicht Rätsel lesen muss. Und deswegen war mir klar, dass hier irgendwie ein Rätselkrimi oder ein Fantasy-Spielbuch hinein muss. Und davon habe ich ja so ein paar in meinem Regal. Und ich habe mich jetzt für dieses Buch hier entschieden, Alice im Düsterland von Jonathan Green. Ein Fantasy-Spielbuch wird ja nicht von vorne bis hinten einfach so gelesen, sondern man springt in diesem Buch hin und her. Man hat gewisse Abschnitte und am Ende der Abschnitte ist immer eine Auswahlmöglichkeit, ein Rätsel oder ja, verschiedene Möglichkeiten, wie der Leser sich entscheiden kann. Und je nachdem, wie er sich entscheidet, muss er halt zu bestimmten Seiten blättern und dann schauen, wo es weitergeht. Und ja, hier ist es genau so. Der Leser springt halt immer in die Rolle des Protagonisten. Oft wirst du mit du angesprochen. In diesem Fall ist es Alice, die unsere Protagonistin ist. Wir kehren nämlich zurück in das Wunderland als Alice. Und das Wunderland hat sich allerdings verändert. Es war ja schon vorher so ein bisschen creepy, gruselig und verrückt. Jetzt ist es aber noch gruseliger, denn die Figuren scheinen sich verändert zu haben und alle ein bisschen mutiert zu sein. Ich kann mal gucken, ob ich euch hier was zeigen kann. Ich meinte, das war ziemlich am Anfang, wie die Figuren mutiert sind. Da. Ja, sie scheinen alle ein bisschen heruntergekommen zu sein, ein bisschen abgerockt und eben mit Zahnrädern und Mechaniken versehen. Und ja, das Ganze ist ein bisschen düster, ein bisschen sehr blutig, aber bringt auf jeden Fall Spaß. Und es ist, wie gesagt, immer wieder mit Rätseln gestrickt. Man hat nicht nur Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Somit gibt es in diesem Buch auch ganz viele Möglichkeiten, wie das Buch endet. Und verschiedene Wege führen hier nach Rom. Das heißt, man kann auch dieses Buch öfter durchspielen, öfter durchlesen und man hat immer wieder einen anderen Weg. Ich habe das Buch auch hintereinander, ich weiß nicht, zwei oder dreimal gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wenn ich jetzt links anstatt rechts gegangen wäre, was wäre denn da gekommen? Wir haben hier verschiedene Gegner, die wir besiegen müssen. Es gibt Kämpfe. Und auch hierzu habe ich eine Rezension abgedreht, wenn ihr immer noch nicht so genau wisst, hä, wie funktioniert denn das Ganze? Was soll ich da entscheiden? Was für Rätsel gibt es da? Dann schaut da gerne mal rein. Da habe ich ein bisschen genauer beschrieben, was man da machen muss und wie man hier, ja, was es alles noch zum Eintragen gibt, wie hier Spielkarten oder Würfel eine Rolle spielen und ja, es gibt zum Beispiel ein Schachrätsel hier drin oder ja, halt so ein bisschen Logikrätsel und verschiedene Eigenschaften, die man aufbauen kann. Man kann durchaus auch sterben und verlieren, dann muss man wieder von vorne anfangen. Also auch das finde ich sehr, sehr kreativ zum einen, was hier halt für diese eine Eigenschaft passt, aber eben durch dieses Rätseln hat es natürlich auch etwas mit der Intelligenz von dem Leser zu tun. Und deswegen musst du auf jeden Fall ein Spielbuch oder ein Rätselkrimi hier mit rein. Dann habe ich überlegt, in welchem Buch man denn etwas gelernt hat, beziehungsweise in welchem Buch Themen vorgekommen sind, die einen so interessiert haben, wo man so mehrere Brocken hingeworfen bekommen hat und dann am liebsten noch weiter recherchiert hätte, beziehungsweise dann, wo ich auch recherchiert habe. Und das war ganz eindeutig Schwarze Tränen von Thomas Finn, ein Buch, was ich auch länger von ihm nicht gezeigt habe. Ich zeige ja sonst immer ganz oft seine Horror-Thriller, die ich ja extrem liebe. Ist ja einer meiner liebsten Horrorautoren. Hierbei handelt es sich allerdings eher um Fantasy, würde ich sagen, aber auch düstere Fantasy. Durchaus Horrorleser, glaube ich schon, würden hier auf ihre Kosten kommen. Und es behandelt, wie so oft in Thomas Finns Büchern, eine Sage, die er hier aufgegriffen hat. Und zwar ist das die Sage oder die Geschichte um Dr. Faust. Es geht hier nämlich um den Nachfahren Lukas Faust, der zu unserer Zeit lebt und der ja, in Staufen in dem Gasthaus vorbeischaut und er ist Straßenkünstler und er wird jetzt besucht von einem schwarzen Pudel.
Dieser schwarze Pudel ist Mephistopheles, also der Teufel himself. Und dieser erklärt ihm, dass er im Besitz einer schwarzen Träne ist. Denn Lukas hat ein Buch gefunden, in dem halt so ein schwarzer Edelstein eingelassen war und den hat er herausgeprokelt. Und Mephisto sagt, wenn man drei von diesen schwarzen Tränen hat, dann ist man der Herrscher der Hölle und kann sozusagen die Tore der Hölle öffnen und dann beginnt natürlich ein sehr, sehr rasanter Kampf, ein rasanter Kampf, Machtkampf um die Hölle. Das Ganze ist sehr humorvoll geschrieben, aber wirklich auch sehr actionreich. Dennoch hat es mich nicht gestört. Ich bin ja sonst nicht so der Fan von Kampf- oder Action-Szenen. Ich fand aber, dass man hier wirklich durchgerast ist. Was mich hier halt einfach so angesprochen hat, sind diese verschiedensten mythologischen Wesen, die hier mit eingebaut worden sind, beziehungsweise die verschiedensten Sagen und Mythen. Wir haben hier eben Mephisto und Dr. Faust, ja, das alleine schon, aber auch aus der ja, aus der Religion oder eben aus der Mythen- und Sagenwelt kommen hier so unglaublich viele Namen vor, die einen irgendwie was sagen, die einen so im Hinterkopf so klingeln und dann möchte man unbedingt danach lesen. Und das habe ich auch immer wieder während des Lesens gemacht, nochmal nachgelesen und gegoogelt, was bedeutet dieser Name jetzt. Und hier wurde wirklich sehr, sehr viel eingebaut. Ich habe in manchen Rezensionen gelesen, dass es manchen schon zu viel war und das Ganze doch ein bisschen komplex war. Aber dadurch, dass das Ganze sehr, sehr rasant und humorvoll geschrieben worden ist, ja, fand ich das gar nicht schlimm. Und ja, deswegen habe ich hier dieses Buch ausgewählt, das mir sehr viel Freude bereitet hat, mich gleichzeitig angeregt hat, mehr über Mythologie zu erfahren, zu erlesen. Und ich fand halt auch, dass dieses Buch etwas von Indiana Jones hat, weil es eben auch an bestimmte Orte und Plätze ging, wo denn verschiedene Fallen warteten oder auch hier wieder Rätsel. Also passt das auch wieder sehr gut, finde ich, hinein in Ravenclaw. Also auch wenn ich kein Sachbuch euch jetzt bieten kann, wo man etwas trocken erlernt, dann macht doch sowas auch etwas her, wenn man in Romanen etwas lernt bzw. danach lernen möchte oder neben dem Lesen her sich mehr informiert. Ja, ich habe euch auch gesagt, dass ich nach intelligenten und sehr extrovertierten Personen gesucht habe. Und da ist mir dann auch ziemlich schnell eine Figur aus einem Zamonien-Roman eingefallen. Und zwar aus diesem Roman hier, 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs. Und da meine ich jetzt gar nicht den Blaubären, sondern einen Wissenschaftler, und zwar ist das Professor Dr. Abdul Nachtigaller, und an dessen Schule gelangt nämlich der Blaubär mitten in einem Berg im Dunkeln, und sein Leitspruch ist eben Wissen ist Nacht. Nicht Wissen ist Macht, sondern Wissen ist Nacht. Das Wissen liegt in der Dunkelheit, und ja, dort ist ganz verrückte Wissenschaften, die dort geschehen, und ganz verrückte Schulfächer und Lektionen, die die Schüler dort belegen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich finde einfach, Professor Dr. Abdul Nachtigaller passt einfach perfekt. Er weiß alles. Er pflanzt nachher auch den Blaubeeren sein Lexikon in den Kopf. Das heißt, sobald er irgendein Begriff denkt oder irgendein Begriff begegnet, dann wird dieser Lexikonbeitrag zu diesem Begriff in dem Kopf vom Blaubär abgespult. Und das lesen wir dann auch immer wieder. Mal gucken, ob ich jetzt hier mal ein Beispiel finde. Ein Beispiel habe ich jetzt nicht gefunden, aber ein Bild, wo man Professor Dr. Abdul Nachtigaller sieht und auch die Schüler. Passenderweise natürlich im Dunkeln, und er ist hier unten, hat natürlich mehrere Gehirne, die ihn nicht in seinen Kopf passen, sondern auch außen um ihn herum denn Platz geben. Ich glaube, es sind 7 Gehirne. Genau, hier habe ich einmal einen Ausschnitt, und zwar ist das dann immer hier in dieser farbigen Ausgabe in Blau abgedruckt, steht dann immer aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Dr. Abdul Nachtigaller. Und hier ist es, also das ist dieser Abschnitt hier, zum Beispiel zum hempelinischen Kretinismus. Ja, und das wird halt
dem Blaubär eine Hilfe sein, aber auch manchmal zum Verhängnis werden, wenn dauernd dieses Lexikon automatisch in seinen Kopf abspielt, während er halt eben hier seine 13,5 Leben erklärt und durchlebt. Ein grandioses Buch, ein wunderschönes Buch. Auch wieder sehr kreativ und wunderschön gestaltet, auch ein Paradiesvogel unter meinen Büchern, weil es eben hier auch wirklich verrückt und besonders ist und eben der Charakter passte hier einfach perfekt zum Wissen. Und Wissen ist Nacht, Wissen ist Macht. Ja, auch das, denke ich mal, ist ein Leitspruch von den Ravenclaws. Und zur Eigenschaft Kreativität wollte ich eigentlich auch gerne ein Buch zeigen, wo man so ein bisschen angeleitet wird, irgendetwas zu tun. Ich habe nur leider keine Do-it-yourself-Bastelbücher oder sowas. Ich bin halt nicht so der Bastel- oder Handarbeit-Typ. Das wäre natürlich jetzt perfekt. Ich habe dennoch was gefunden, was ich euch zeigen möchte, was auch für Kreativität steht. Und zwar ist es ein Malbuch. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, ist das ja so Mode geworden, auch Malbücher für Erwachsene mehr herauszubringen. Und finde ich total toll. Es gab zu verschiedensten Themen wirklich alle Themen irgendwie abgedeckt. Und hier eben Mythomorphia. Und da geht es halt um magische, fantastische Tierwesen, die man auszeichnen kann. Und alleine das fand ich schon unglaublich cool. Also gucken, was ich euch zeigen kann. Ich habe hier schon was gemalt. Leider hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, den Himmel weiter auszumalen. Und es hat mich auch gestört, dass ich nicht so gut den Sonnenaufgang hier aufgenommen habe. Ich hätte es lieber lassen sollen und den gesamten Himmel dunkelblau machen sollen. Aber alleine diese Schildkröte mit der Insel drauf und diese Unterwasserwelt. Und dabei habe ich dann Hörbuch gehört. Oder hier den Greifen, den habe ich schon gemalt. Aber es gibt auch Einhörner, es gibt Seeungeheuer, weitere Greifen, Löwen. Hier finde ich auch total schön. Ein Unterwasserlöwen und ein Unterwasserpferd. Also, und da kann man sich auch kreativ ausleben. Natürlich nicht selbst zeichnen und man kann sogar auch noch Suchbildchen, spielen. Also hier gibt es mehrere Sachen, die man dann noch suchen kann innerhalb der Bücher. Ja. Und das ist einfach so, so wunderschön gezeichnet. Müsste ich eigentlich viel mehr machen, müsste ich mich mal wieder hinsetzen und ein bisschen Hörbuch hören und dabei malen. Ja, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, das erstmal zu Ende zu machen. Aber wie gesagt, ich habe dann immer, ja, den Himmel hatte ich dann keine Lust mehr weiter zu zeichnen. Und ein Paradiesvogel möchte ich euch noch zeigen. Das ist mit das schönste Buch in meinem Regal und wirklich auch mit das Besonderste. Und zwar ist das Elfenbestimmungsbuch, gezeichnet von Benjamin Lacombe. Und die Geschichte ist von Sebastien Perret. Und ja, Benjamin Lacombe habe ich euch ja schon oft vorgeschwärmt, ist mit einer meiner Liebsten oder mein Liebster, tatsächlich mein liebster Illustrator. Und ich finde einfach die Geschichte, oftmals ist es ja so, leider auch bei diesen japanischen Geistergeschichten war es so, dass optisch hat es mich total begeistert, aber es muss halt auch inhaltlich toll sein, damit es ein insgesamtes Lieblingsbuch für mich wird. Und hier ist es eben auch der Fall, dass es inhaltlich wunderschön ist. Es geht halt um, ja, eine Expedition durch die Wildnis, durch die Natur und dabei werden Elfen gefunden, ganz kleine Wesen, die Symbiose eingehen mit Pflanzen, mit Blumen. Und die werden hier halt wissenschaftlich aufgezeigt und auf ganz besondere Art und Weise. Schaut euch das hier mal an. Ist das nicht, also alleine das schon, ist ja schon kunstvoll. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich dabei irgendwas kaputt mache. Und hier wird halt in so eine Art Naturtagebuch eben aufgezeichnet, was es alles für Elfen gibt und mit welchen Pflanzen sie halt in Symbiose gehen. Und ja, der Entdecker, der das hier alles aufschreibt, der wurde halt aufgetragen, ich glaube irgendwie auch ein Elixier des Lebens oder so zu finden. Es gibt auch immer wieder Briefe, die er sich dann schreibt mit seiner Familie oder mit verschiedenen Kollegen und Professoren. Ach ja, genau. Und ich glaube, sein Auftraggeber ist sogar Rasputin. Ja, und das ist so, so wunderschön.
Kannst ich ja hier dann noch mal. Hier sieht man zum Beispiel kleine Elfen, die sich hier halt an diesem an dieser Pflanze klettern, und die heißen Aruma Animans. Und dann wird halt wirklich auch aufgezählt, wie hoch die sind und was die für Eigenschaften haben. Und ja, und er erzählt dann halt immer, wie, ja, so eine Art Tagebuch ist es wirklich. 5. Juli 1914. Meine Hände zittern, so unglaublich ist die Entdeckung. Der Pillenfarn und das Wollgras sind keine Einzelfälle. Es scheint, als sei jede Pflanze in diesem Wald von einer unbekannten Art bewohnt. Ja, und das sind eben die Elfen, und die werden dann hier bestimmt. Und was er eben ja damit macht, mit dieser Erkenntnis, das müsst ihr hier lesen. Das ist einfach wunder, wunderschön. Auch dazu habe ich eine Rezension gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie sehr ich da ins Detail gegangen bin, aber das werde ich euch natürlich auch verlinken. Ja, das waren die Bücher, die ich zum Thema Ravenclaw, zu den Eigenschaften Intelligenz, Kreativität, Individualität und Weisheit euch vorstellen möchte. Zu Anfang fiel mir das echt schwer, etwas zu finden, und dann im Nachhinein hatte ich so viel. Momo wollte ich euch eigentlich auch vorstellen, weil ich finde, Momo ist irgendwie auch eine tolle Klassikergeschichte, die eine sehr, sehr weise Message hat, und ich finde auch Momo an sich, dieses kleine Mädchen, ist unglaublich weise. Aber ich dachte, das wäre einfach zu viel, wenn ich jetzt alles noch mit reinbringe, was ich hatte. Und Momo ist ja auch eine Geschichte, die durchaus irgendwie jeder kennt. Aber trotzdem hat sie jetzt doch noch hier ihre Erwähnung gefunden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch in die Kommentare schreibt, wenn euch irgendein Buch auffällt oder einfällt, das ebenfalls sehr gut zu den Tugenden von Ravenclaw passen würde. Alles in die Kommentare damit. Auch was ihr zu diesen Büchern sagt, ob ihr findet, dass es gut zu den Tugenden passt. Seid ihr selbst Ravenclaw? Wie findet ihr die Tugenden von Ravenclaw? Würdet ihr gerne in diesem Haus sein? Alles damit in die Kommentare. Und solltet ihr die anderen Videos verpasst haben zu Gryffindor, Hufflepuff und Slytherin, dann schaut mal in die Infobox. Da habe ich auch die Playlist zu den anderen Videos verlinkt. Und ja, damit ist jetzt diese Reihe abgeschlossen und ich kann mich wieder neuen Projekten widmen. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn das nicht meine eigene Idee war, hat das unglaublich Spaß gemacht, das umzusetzen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall auch Freude daran. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.